Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück auf Vardenfell bei The Elder Scrolls Online Morrowind. In der letzten Folge haben wir ja, Moment, jetzt muss ich selber mal ganz kurz dahin. Shalavi, genau, da haben wir... Ja, Galgala besiegt. Das heißt besiegt, er hat uns ausgetrickst, so wie wir das im Abspann noch sehen konnten, oder zum Schluss noch sehen konnten. Und dann ist mir noch aufgefallen, wir haben ja, oder ich habe ja hier noch ein Verlies, und zwar die Eiermine von Martus Akin. Da habe ich den Endgegner nicht gefunden. Und das wollte ich eigentlich heute mal schaffen. Es ist Anfang Dezember und da hatte ich ja gelesen, für das Besiegen von Verliesen gibt es Sonderpunkte. Und da wollte ich einfach mal schauen, was es da so gibt. So. Fässer lassen wir. Einer am Kämpfen. Da kommen wir nicht hoch. Mal schauen. Da liegt schon einer. Ich denke, man kann nicht schaden, die Waffen gezückt zu halten. Was sie so an oder sowas rumliegt, das lasse ich hier erstmal liegen. Yes. Okay. Füllen wir den einfach mal. Ich kann das Ganze hier ein bisschen eisig werden lassen. Wo ist der jetzt hin? Okay. Oh, der kann ordentlich austeilen. Dem halten wir uns einfach mal. Achso, die Himmelsscherbe haben wir schon, genau. Mal gucken. Ich folge dem einfach mal. Was haben wir da denn? Das ist zumindest noch eine Truhe. Das Rezept. Ah, das habe ich schon. Okay. Okay, der ist ein bisschen ziellos verwirrt hin und her, genauso wie ich auch. Mal schauen. Hier eigentlich schon. Sie auch immer auf diese. Alter. Hier so durchgehen? Ne, komme ich nicht durch. Ja.
kriegen wir immer eine. Ich sehe gar nichts mehr. Trotzdem Gold, den nehmen wir gerne mit. Ich bin immer noch nicht da. Ne? So. Leinfies hier. So. Noch irgendjemand. Ja, war mal Krieger, den wir mal ausschalten da. Nicht da. Aber hier sehe ich jetzt gerade keinen Boss. Mal in die andere Richtung. Oh Mann, sind wir auf dem richtigen Weg? Ja. Muss doch irgendwo dieser Verlies-Endgegner sein. Das sind wir wieder hier. Das ist er nicht, aber den können wir trotzdem mal ausschalten. So. So, hier haben wir noch eine. Oder er hilft uns. Aber es kommt ein Gegner aus hier. Denn vielleicht hier in der Ecke. Hier habe ich es ja schon mal vermutet. Also.
blöden Magier. Tja. Panzerschuhe. Ja, komm, nehmen wir mal eines mit, können wir verwerten. Honig nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass der hier irgendwo in dieser Gegend ist. Nur ob der wieder spawnt. Weil der Bereich, wo wir eben drin waren, das gehörte ja zur Queste. Dann sehe ich mich noch mal ein bisschen mit denen da. Ey, ja, was hast du jetzt davon? Ich hab dir gesagt, dass man das nicht macht. Blödes Bier, stirb endlich. Du legst dich da auch zu. Das könnte er sein. Okay. Oh, die Bogenschützen, die einen. Oha. So, der erste Licht. Hier noch ein bisschen bösen Bären alles. Oh oh. Der ist weg. Ja, aber keine Meldung, dass sie das Verlies beendet hätte. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie, irgendwas haut hier nicht hin. Hab ich so das blöde Gefühl. Okay. Du bist der Bogenschütze, du musst als erst ausgeschaltet werden. Da ist noch eine Kammer. Die nerven ja. Bringt dir auch nichts. Auch erledigt.
nicht. So, haben wir hier irgendwas unternehmen können? Chemiefläschchen, toll. Klammerzuchtforschung. Das Buch hatte ich, glaube ich, schon. Reichweite, dass der Endgegner hier auftaucht. Ah, da krabbeln sie hoch. Wo kann das hier noch sein? Also so schwer habe ich noch nie mit einem Verlies getan. Ich schande hier? Nee, außer Reichweite. Sie? Natürlich, Bogenschützin. Liegt. Aber trotzdem nicht das, was wir wollten. Durch. Ja, toll. Super. Ausdauer zu Ende. Gut, mit diesem Pulk am Arsch. Das ist doch genau das, was man wollte. Ah! Oh, Stufenaufstieg. Muss aber Glück haben. Zwei Fertigkeitspunkte erhalten. Ah, schon wieder. Boah, wie sind denn da hier? Gelohnt. Boss haben wir hier immer noch nicht gefunden. Das kann es auch nicht sein.
Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich werde mich erstmal schlau machen, wo der Endgegner hier steht. Und ich habe das Gefühl, dass ich den so ohne weiteres nicht finde. Es ist auch hier nichts in der Nähe. Und da oben, war ich da oben eigentlich schon? Ja, ich würde sagen, ich mache mich erstmal schlau, wo der Endgegner hier steht. Und dann werden wir ihn bekämpfen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.